Tief hat es leider nicht hochgepusht. Schade. Das ist dieser Lavasee, von dem ich gesprochen habe. Hier kann man Magma Ale angeln. Das will ich auch mal machen. Aber noch nicht jetzt. Jetzt brauche ich erstmal Kohle. Ich habe 4 Kohle bereits gefunden. Okay, das ist schon mal ein Anfang. Aber es ist noch lange nicht gut. Wir brauchen viel, viel mehr. Wir sind jetzt schon Ebene 102, Alter. Krass. Schaffen wir sogar noch 105? 103, Alter. Ich glaube, die Mobs hier unten sind nicht schwach. Ich will mich lieber nicht mit denen anlegen. Ich weiche ihnen mal gekonnt aus. Oder ich kämpfe so, dass ich kein Risiko eingehe. So. Sieht gerade echt nicht schlecht aus. Und die Chancen steigen, dass wir die Ebene 105 noch erreichen. Dann fehlen sogar nur noch 15 Ebenen, Leute. Das ist heftig. Das ist sogar überheftig. Weil ich viele Gerüchte über diese Ebenen unter 100 gehört habe. Dass die Mobs da angeblich ziemlich viel stärker werden. Oh, Alter, der Angriff war echt nicht langsam. Die Mobs sind schneller. Ich kann nicht ihn angreifen. Okay, war kurz. Okay, schnell rein damit. Bevor ich sterbe, Alter. Das war jetzt gerade echt nötig. Ich habe jetzt keinen Bock zu sterben, ehrlich gesagt. So, ich könnte theoretisch auf Ebene 105. Jederzeit. Anhand der Dings, der Steine. Aber ich weiß nicht, ob ich die Steine für sowas überhaupt ausgeben möchte. Ich meine, es macht ja wenig Sinn. Ich meine, wenn ich jetzt 2000 Steine erfarmen würde, dann könnte ich direkt auf 120 runter. Ohne irgendwelche großen Risiken. Ich glaube, da unten wäre wieder irgendeine Star-Drop-Frucht. Wow, Alter, das Biest macht jetzt auch mehr Damage. Und zwar deutlich mehr. Level 105 reicht. Das reicht mir für heute. Gehe ich wieder hoch. Wie gesagt, 15, also 1500 Dingsteine fehlen mir noch, theoretisch. Und dann könnte ich einfach mal kurzerhand Dingens machen. Alter, was mache ich denn hier? Was doch? So. Okay, sorry, ich musste noch kurz was am Stuhl einstellen, damit das alles auch bequem ist für mich. Aber ist es irgendwie noch nicht, war kurz. So. Jetzt fühlt sich schon deutlich komfortabler an für mich. Das ist gut. Das ist nice. So, warum kann ich einiges verkaufen? Das heißt, dann werde ich nicht direkt wieder in die Mine gehen. Jetzt werde ich erstmal... Ich habe 4 Kohle nur gefunden. Das ist ein bisschen enttäuschend, wenn ich ehrlich bin. Aber egal. Vielleicht finde ich noch was in den Geoden drin. Wie viele Geoden haben wir? 6 Magma-Geoden. Ja, mal gucken. Dann, ja, ich würde sagen, ich gehe jetzt einfach erstmal schlafen. Morgen baue ich dann erst, also als allererstes am Haus weiter. Und dann mal gucken.
So, zwei weitere Goldbarren sind jetzt fertig. Das bedeutet, ich lagere jetzt den ganzen Stissel einfach mal ein. Als allererstes. Brauche mehr Truhen, Leute. Langsam wird es knapp wieder. So. Dann, lalalala. Wo habe ich das? Wo habe ich denn meine Dings hingelegt? Hier noch mehr Gold und... Habe ich keine mehr von denen? Silber habe ich noch einiges, aber von denen habe ich scheinbar keine mehr. Dann brauche ich mehr von denen und ich brauche noch Kohle. Jetzt habe ich keine Kohle mehr. So, ja. So viel dazu. Hole ich mir die noch raus und die und... Ah, die hole ich nicht. Die brauche ich nicht. Dann... Aber kurz, hier habe ich noch eines. Das heißt, noch einen gar nicht machen. Zack. So. Jetzt habe ich 6 von denen. Andere Frage. Hardwood, wie viel habe ich davon? 4 Hardwood-Fanses. 27 Stück scheinbar. So. Das reicht schon mal für 27 Hardwood-Fanses. Das ist schon mal gut. Aber was anderes, das ich nochmal muss. Die brauche ich nämlich. So. Dann hole ich mir erstmal die Bäume hier runter. Kann ich nämlich jetzt gerade nicht mehr brauchen. Ich muss die anders pflanzen. Okay, die droppen eigentlich Soap. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, wie man denn überhaupt nochmal Bäume pflanzen kann. Weil ich frage mich sowieso, ob ich über... Ah, hier, Acorn. Den. Aber die andere Sache... Oh, shit. Die andere Sache, die ich mir sowieso die Frage stelle, ob es überhaupt Sinn macht, das zu machen. Weil, genau genommen, braucht es das hier gar nicht. Wir können ja eigentlich Fruchtbäume pflanzen. Guck mal, ob ich irgendwie Holz verkaufen könnte. Weil anders komme ich ja eigentlich fast gar nicht an Geld. Aber kurz noch was. Jetzt setze ich nochmal hin. So. Dann mache ich mal die Sprenkelanlagen hin. Okay, der ist jetzt weg. So, der auch. Perfekt. 1, 2, dann muss das hier hin. Zack, 1, 2. Hier. 2. Hier. 1, 2 und hier. So. Dann geht's hier wieder nach unten. Und hier rüber. Das ist das erste Feld, Leute. Hier muss ich nachher nichts mehr dran machen. Hier setze ich die Pflanzen und damit hat sich's. So. Dann, hier mache ich mal einen Durchgang. Ups. Nicht da. Sondern da. Will ich mal einen Durchgang hinsetzen. So. Kommt dieses Hardwood zum Beispiel hier unten hin. Und hier kommt dann nochmal ein Feld hin. 1, 1, 2. Und hier geht es dann halt einfach weiter dementsprechend. So. Ne, weißt du was? Ich mach das anders. Ich mach das ein bisschen anders. Und zwar folgendes. 1, 2, 3, dann 1, dann 1, dann hier. 1, 2 und hier. So, perfekt. Und dann kommt hier nämlich ein Weg nach unten hin. Wenn ihr versteht, was ich meine, ne? So. Kann ich das hier schon abbauen? Ja, kann ich. Perfekt. Hier kriege ich auch Hardwood raus, denke ich mal. Genau. 2 Hardwood nur. Okay, das ist nicht so viel.
Ja. Aber es reicht schon mal für zwei Hardwood-Zäune. Dann mache ich die mal hier oben hin. Ich denke, man merkt schon ein bisschen das Prinzip von meiner neuen Farm-Idee. Es geht ja eigentlich hauptsächlich darum, dass es halt einfach größtenteils automatisch ist. Ist das jetzt auf derselben Höhe? Ja, ist es. Gut. Kurz, ich muss kurz was gucken auf meinem Handy. Okay. Alles klar. Mache ich noch mal diese Wege. Die sind halt auch mit einem Stein gemacht. Okay. So, Iridium-Barren sind fertig. Das ist gut. Neu kann ich leider gerade nicht reinwerfen, weil ich keine Kohle mehr habe. Aber das ist halb so wild. Jetzt brauche ich einfach noch Eisen. Wo habe ich denn das Eisen hingelegt? Hatte ich ja sau viel davon. Hier. So. Zack. Zwei davon. Lalala. Das hier da rein. Schwuppdiwupp. Und dann habe ich wieder zwei davon. Das reicht jetzt, glaube ich, für den nächsten Abschnitt. Ja, genau. Ich habe immer mit vier. So. Eins, zwei, dann hier, eins, zwei, hier, so. Gut. Dann habe ich diese zwei Felder, wo ich schon mal nicht mehr gießen muss. Und das ist gut. Hier kann ich allerdings keine Giant Fruits kriegen. Das ist halt der einzige Nachteil. Für die, die nicht wissen, was Giant Fruits oder Giant Vegetables sind, das ist halt einfach so gigantisches Gemüse oder Früchte oder was weiß ich. Brad, ich könnte jetzt Brot machen, lol. Wo ist das? Brad. Ah, hier. Lol. Auf jeden Fall, wie gesagt, das ist halt einfach so gigantisches Gemüse oder gigantische Früchte. Und die sind eigentlich ziemlich geil. Neutrales Gefühl ist heute. Ups. Hab ich kurz den Sound rausgezogen. So. Wieder drin. Steine brauche ich jetzt. Hier habe ich einiges an Steinen. Das reicht auf jeden Fall dafür. Können wir natürlich sowas machen, aber das braucht es nicht. So. Gut, 55 reichen hoffentlich vorerst. Ich werde natürlich deutlich mehr machen mit der Zeit. Also, die reichen nie ewig aus. Hä? Ah, da muss ich einfach warten. Da kann ich noch nichts anderes machen. Ich glaube, da muss man einfach warten. Ich weiß nicht, ob man auch ohne warten da irgendwas machen könnte. Weißt du was? Folgendes. Ich brauche sau viel von denen. Dem her mache ich jetzt einfach mal ein paar. Weil die werden auf jeden Fall alle in Benutzung kommen. Dann kann ich direkt schon mal einen schönen Weg nach unten machen, der dann wirklich bis zur Dings führt. Bis zur anderen, naja, Farm. Eigentlich. Der um den Teich herum führt. Dann kann man nämlich in Zukunft auf diesem Weg gehen. Das ist ja eigentlich cool. Diese Steine hier kann ich noch nicht wegrupfen, ne? Muss ich da meine Pickaxe erstmal upgraden. Das kostet halt auch wieder 5000 Gold. Und ich will ja eigentlich den Tresorraum renovieren. Ich habe so schon irgendwie zu wenig Geld für alles. Weil ich im Winter ja auch nicht großartig was verdienen kann. Das ist halt das Nervige im Winter. Man kann im Winter nicht viel verdienen. So, zack, zack, zack. So. Dann mache ich halt das, was ich mal machen kann. Ich meine, wenn da ein Stein im Weg ist, den ich nicht abbauen kann, dann okay, kann ich mit leben. So. Hier am Wegesrand kommen dann noch Bäume hin, denke ich mal. Ach, der Stein hier ist gerade wirklich blöd im Weg. Der auch. Weil der hier geht, der kostet mich halt einfach nur einen Block Weg. Aber der andere hier, der ist wirklich saudoof.
You are nothing like them. Oh!